In diesem Video zeige ich euch, wie man ein massives Doppelstockbett ganz einfach selbst bauen kann, woran man sich viele Jahre dran erfreuen kann. Im ersten Schritt habe ich Konstruktionsvollholz mit einer Maße von 10 x 10 cm zugeschnitten, das Ganze auf 2 Meter Länge und das Ganze wären dann die Füße von dem Hochbett. Jetzt werden die Füße des Bettes angerissen, wo wir dann Material ausklinken werden, für die quer verlaufenden Hölzer, wo dann wiederum der Lattenrost reingelegt werden kann. Hierdurch bekommen wir mehr Stabilität, als wenn wir das Ganze nur stumpf miteinander verschrauben würden. Hierfür habe ich das ganze Material mit einer tiefenbegrenzbaren Kapp- und Zugsäge ausgeschnitten. Hier zu sehen ist gerade, wie ich das Sägeblatt auf die richtige Tiefe eingestellt habe. Jetzt wurde das Material hier 4 cm tief ausgeschnitten. Und da bin ich dann wie folgt vorgegangen, dass ich mit der Säge im Teil dicht an dicht immer wieder eingetaucht bin und dann das restliche Material mit einem scharfen Stecheisen weggearbeitet habe. Jetzt wurden die quer verlaufenden Stücke, wo dann der Lattenrost draufgelegt wurde, zugeschnitten. Auch hier habe ich dann das Ganze ausgeklinkt und habe ich dann so vorgegangen, dass ich hier 2 cm ausgeklinkt habe und somit ist das Ganze in dem Teil wieder bündig mit dem Fuß vom Bett und da steht dann kein Material über. Anschließend wurde mit einer Handkreissäge ein Falz geschnitten, wo dann das Lattenrost bündig aufgelegt werden kann. Und somit ein sauberer Abschluss entsteht, wo dann die Matratze aufgelegt werden kann. Hier habe ich mich dafür entschieden, da meiner Meinung nach das ein bisschen sauberer aussieht und somit man auch nochmal mehr Stabilität bekommt. Jetzt kommen wir wieder zu den Stielen. Hier habe ich insgesamt pro Stiel 4 Nuten eingefräst, 2 unten und 2 oben. Und hier kommt nämlich dann die Umrandung, also im Prinzip, dass das Kind dann nicht aus dem Bett rausrollen kann, weil das ja doch schon eine ganz schöne Tiefe ist, die man da runterfallen kann, dass hier im Teil eine schützende Umrandung eingelassen werden kann. Hierdurch bekommt man auch wesentlich mehr Stabilität, als wenn man das Ganze nur stumpf miteinander verschrauben würde. Alternativ könnte man auch eine Leiste anschrauben, wo man dann das Ganze befestigt. Jetzt wurden die Bretter für den Runterfallschutz auf Länge geschnitten und dann wurde das Ganze hier so ausgeklinkt, sodass das in die eben gerade angefertigte Nut eingeführt werden kann. Nach dem Zuschnitt kommt der Feinschliff. Jetzt wurde anschließend alles einmal schön abgeschliffen, jedes Brett, jede Kante angefasst, sodass das Ganze dann nachher auch sicher genug ist, dass man sich hier keinen Splitter einreißt und dass die Oberfläche im Teil schön glatt ist. Jetzt kommen wir auch schon zum Aufbau, der ist eigentlich ganz simpel. Einiges muss man zwar beachten, aber sofern man sich hier nicht verschnitten hat, geht das eigentlich alles sehr gut und passt alles sehr gut ineinander hinein. Gut ist es, wenn man hier noch zwei helfende Hände hat, da das Ganze dann schon ein bisschen wackelig ist und man sich so die Arbeit erleichtern kann. Als erstes kam das breite Lattkantbrett rein. Dafür habe ich mich entschieden, dass man die Matratze nicht so sieht. Und anschließend kommen dann zwei schmale Lattkantbretter rein, sodass man das Ganze nicht so klobig hat. Um mir die Arbeit zu erleichtern, habe ich mir hier Zurgurte genommen, um das Ganze dann zusammenzuziehen. Beim Anziehen des Gurtes muss dann darauf geachtet werden, dass die Bretter gleichmäßig ausgerichtet sind, da das später dann nicht mehr funktioniert. Und anschließend konnte das Ganze dann verschraubt werden. Hier bei der Aktion ist mir der TÜV geprüfte Gurt zerrissen. Also einen neuen Gurt rausgesucht, rumgetüdert und diesmal ist dieser nicht in die Jahre gekommen. So wurde anschließend Seite für Seite aufgerichtet. Thank you.
Jetzt wurde das Ganze einmal nachgemessen, ob das Ganze auch noch vernünftig steht oder sich verdreht hat. Und das kann man im Type sehr gut nachmessen, indem man eine Ecke zur anderen misst. Und dann sieht man im Type, wenn das Maß breiter geworden ist oder so, dann stimmt was nicht. Oder muss man im Type nochmal nachgucken, gegebenenfalls auch mit dem Winkel nachmessen und das im Type ausrichten, bis das dann im Type gleiche Maße hat. Für den Lattenrost habe ich dann ganz normale Bretter verwendet, die ich hier zwischengeschraubt habe. Ja, und was darf natürlich nicht fehlen? Eine Leiter. Dafür habe ich oben in der Mitte eine Öffnung gelassen. Das ging leider nur in der Mitte, weil der Raum das anders nicht zugelassen hat. Und hier habe ich jetzt erst einmal zwei Bohlen zugeschnitten als Treppenwange. Und diese werden dann dort angeschraubt. Alle 23 cm habe ich jetzt an der Treppenwange hier so eine Nut reingeschnitten. Da kommt dann im Prinzip die Treppenstufe rein. Das hat meiner Meinung nach den Vorteil, dass das Ganze dauerhaft fest bleibt und sich nicht wegdrehen kann, da hier so die Treppenstufe ordentlich fixiert ist und man davon ausgehen muss, dass die Kinder recht rabiat sein werden. Die gesamten Maße habe ich jetzt auf die andere Treppenwange rübergespiegelt und angezeichnet. Bei dieser Arbeit ist größtmögliche Vorsichtigkeit geboten, da man hier schnell abrutschen kann und die Finger so ins Sägeblatt gelangen können. Anschließend wurden alle Oberflächen abgeschliffen und die Kanten wurden alle einmal angerundet, sodass das alles ordentlich aussieht. Hier empfiehlt sich so eine kleine Kantenfräse, das geht einwandfrei und ist auch nicht kompliziert. Nach dem Schleifen habe ich dann die Stufen zurechtgeschnitten und somit ist der Zuschnitt hier fertig und wir kommen zum Aufbau. Hierfür habe ich das Ganze erst einmal oben mit dem Bett verschraubt, aber erstmal nur eine Schraube reingedreht und dann das Ganze mit einer Wasserwaage ausgerichtet, sodass das Ganze im Lot steht. Anschließend konnten auch schon die Stufen eingesetzt werden und hier sieht man, das Ganze geht ein bisschen schwieriger. Deswegen habe ich das mit meinen provisorischen Hammerfäusten erst einmal reingeschlagen. Von unten wurde das Ganze mit vier kleinen Schräubchen gesichert, so kann das Ganze auch nicht mehr rausrutschen. Das gesamte Bett wurde mit Arbeitsplattenöl, welches ich im Baumarkt meines Vertrauens erworben habe, eingeölt. Das hat meiner Meinung nach den Vorteil, dass das Ganze, wenn das nicht mehr so schön aussieht, einfach nachgeölt werden kann. Und weiterhin finde ich das noch besser als irgendwie Leinöl oder sowas, da hier das Ganze mit Wachsinhaltsstoffen angereichert ist und somit auch keine Flüssigkeiten später in das Holz einziehen kann. Diese Perlen nehme ich ab, da die Oberfläche teils richtig gut versiegelt ist. Hier findet ihr noch weitere Videos, die euch bei eurem nächsten Bauprojekt behilflich sein könnten. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuschauen und würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet.